Servus, grüß dich meine Freunde, hier im nächsten Unboxing-Video und zwar heute für unser Pokémon-Sammelkartenspiel und zwar unsere Weg des Champs Spikeford Arena Pin Collection Box mit unserem Galabarrikadax Promo und dem geilen Pin und ich würde sagen, hier doch mal von der Rückseite, aber bevor wir dazu kommen, starten wir direkt rein! An dieser Stelle zeige ich euch nochmal die drei Boxen. Und zwar, wir haben nicht nur die Spikeford oder die Fairbelly Arena oder auch die Glossy Arena. Wir machen nämlich alle drei insgesamt auf, so wie auch bei den anderen Boxen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ja, lasst euch überraschen, was drin ist. Jawohl, und hier ist nochmal unsere Box von vorne und ja, ich drehe sie gleich nochmal um, so wie gerade eben schon mal. Und zwar mit unserem Ness hinten drauf und dem geilen Barrikadax, großer Bruder von unserer Mari, wird heute geunboxed und zwar zum Schluss hin. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch zwei Boxen, dann haben wir alle 8 Orden. Ja, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem rabiat auf wie immer. Einfach aufreißen, rausziehen, wegschmeißen und dann gucken wir uns die Promo an, würde ich sagen. Und zwar, wir haben hier unser geiles Barrikadax, wo ich am Anfang echt nicht gewusst habe, wie es heißt. Ungezähmte Schrei. Okay, ungezähmte Schrei, ja. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand spielst, um ein Pokémon dein zu entwickeln, kannst du 3 Schadensmarken auf... Oh, Alter! Alter! Scheint wohl gut zu sein. Jawohl. Und Abblocker. Verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Basis-Pokémon zugefügt. Okay. Und durch das Austragen unzähliger Kämpfe hat es sich entwickelt. Formt es mit den Armen ein X und stößt einen Schrei aus, verschreckt das jeden. Krasses Ding, Allah. Ich mag es jetzt noch mehr. Die Fähigkeit gefällt mir übelst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir unseren geilen Orden. Einmal kurz von hinten. Jawohl, den legen wir auch wieder hier oben hin. So. 2 Booster mit Barrikadax. Extra das genommen. Und wir haben hier einmal unser VMAX-Kanal. Ach ja, und hier der Pokémon-Code für euch. Haha, und dann würde ich sagen, machen wir direkt den ersten Booster. Das erste Booster auf. Ja, hier. So. Einen Pokémon-Code. Dann 4 Karten nach vorne und wir sagen Unlichtenergie. Auf jeden Fall. Jawohl, Wasser. Dann haben wir einen Superball. Wir haben einen Yaro. Ein Two-Feet Stadium für unseren Yaro. Dann haben wir einen Trank. Ein Vulpix. Ein Iskalar. Dann haben wir einen Pokéball. Ein Thermopod. Eine Reverse Pokémon Center Dame, jawohl, und ein Pokusan V, yes man, Zuckerstreusel, süßer Klatsch, 100 Schadenspunkte auf Nacken, jap, Alla, so kann's weitergehen, Barrikadax Booster, ich glaube, wir haben fast jede V-Karte mittlerweile. Aus dem Weg des Champs. 4 Karten nach vorne und ich würde sagen, wir bleiben bei unser Unlicht. Jawohl, Pflanzenergie. Ein Arbok. Ein Hop in alternativen Artwork. Da haben wir den Ness zu unserer Ness-Box. Ein Macholo und ein Primova. Sorries. Ein Hyperheiler. Ein Surokexel. Ein Felilu, sind übrigens sehr viele Unlicht-Pokémon in den Boostern, habe ich schon. Oh, ein Hop in Reverse.
Und ein Marienfoil, jawohl, so ist es, Allah, geil, geil, geil. Ich liebe dich, Marie. Und wir haben Barrikad Dax Booster 2. Letztes Booster der Box. Pokémon Code. 4 Karten nach vorn. Und wir bleiben bei Unlichtenergie. Volles Programm. Eine Psycho, jawohl. Eine Two-Field Arena. Eieiei. Ein Bibor. Einen Superball. Ein Kanivana. Einen Trank. Ein Vulpix. Ein Macholo. Ein Clonkett. Ein Inferno-Pot in Reverse. Jawohl. Und wir haben ein Cilembrim in Foil. Gefahrensensor und Lebenssauger. Jawohl. An der Stelle zeige ich euch nochmal die, was wir gezogen haben. Immerhin eine Mari und ein Focusan. Dann haben wir ein Barrikad Dax Hop und Pokémon Center Dame. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da, wie immer. Ansonsten schreibt mir was in die Kommentarbox oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega drüber freuen. Ansonsten macht doch, was ihr wollt, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.